Heute sind wir zu Gast beim Herrn Marco Glutz in seinem schönen Haus in Zubingen im Kanton Solothurn. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und das Vertrauen. Wie war die Situation, bevor Sie sich entschlossen, endlich einzugreifen und die Murtronic-Technologie zur Trocknung der Kellerwände Ihrer Immobilien einzusetzen? Also angefangen hat mit nassen Wänden zum Teil, vor allem auch nassen Boden. Also man hat das einmal gesehen am Beton an. Der Beton ist einfach dunkel geworden, nass. Es war nie ein Glunke gewesen. Er war einfach vollgesogen mit Wasser und man sieht es gut an der Mauer an, dass die Feuchtigkeit aufgezogen hat und der Verputz und die Farbe einfach davon abblättern. So habe ich gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Hatten Sie zuvor andere Lösungen ausprobiert? Lösungen in dem Sinne nicht. Ich habe einfach Vermutungen gehabt. Ich habe gemeint, es sei irgendwie die Luftfeuchtigkeit. Ich habe, vor allem im Sommer ist es ja gerne vorgekommen. Ich habe gemeint, die Luftfeuchtigkeit sei hoch. Ja. Also der Taupunkt, Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Und dann habe ich einmal probiert zu lüften. Ja. Und das hat aber eigentlich auch nicht nötig. Und diese Spüren hier, Sie hatten immer... Das sind, wie viele Jahre haben Sie solche Spüren mit Salzbildern? Ja, wir haben jetzt ein Haus seit 16 Jahren und ich kann mich erinnern, das war eigentlich von Anfang an gängig so. Ja. Aber nicht so schlimm wie jetzt, es ist einfach immer fortlaufend schlimmer geworden. Ja. Merken Sie einen Unterschied zwischen Sommer und Winter? Ja, aber wie gesagt, im Sommer war der Boden wirklich nässer gewesen, und im Winter ist es eigentlich immer trocken. Okay. Welche Ergebnisse haben diese Verursacher gebracht? Ich habe mal einmal probiert, neu zu streichen, mit herkömmlicher Farbe. Und wie man es sieht, ist die Farbe eigentlich, das hat es gerade wieder mögen abstoßen und das ist eigentlich auch für mich. Okay. Und alle zwei Jahre, wie war das die letzte Mal, das Sie haben gemacht? Ja, das sind mittlerweile sicher 8 oder 9 Jahre her. Ah, okay. Gut, so. Was war der Fluch, das Ärgernis, gegen das er kämpfen musste? Ja, der Fluch und das Ärgernis ist ganz klar, eben, es sieht wüst aus. Es ist wirklich nicht schön. Es gibt auch einen gewissen Geschmack im Keller, den man eigentlich nicht so gerne hat. Und das ist eigentlich das. Den Raum, den werden wir eigentlich auch vielleicht noch ein bisschen umbauen, dass man vielleicht auch einen Schlafraum daraus machen kann. Aber bevor ich hier davon umbaue, muss ich ganz sicher sein, dass das einfach wirklich behoben ist mit dem Wasser. Okay. Als Sie mit der Installation der Murtronic-Technologie zur Trocknung der Wände Ihres Hauses konfrontiert würden, wie waren die Ergebnisse, der Zeitplan und Ihr Grad der Zufriedenheit? Also der Zeitplan ist eigentlich relativ schnell gegangen. Nach meinem ersten E-Mail, den ich gemacht habe, hat sich relativ schnell der Herr Zander gemeldet und wir haben das angeschaut und er hat Testbohrungen gemacht, die Feuchtigkeit gemessen in der Wange. Und da hat man dann recht schnell gesehen, dass höhere Feuchtigkeit in der Mauer innen ist. Ja. Und irgendwann hat man sich dann entscheiden, dass man so ein Gerät... Zuerst wegen der Besichtigung habe ich mit der der andere Werkzeug gemisst und wir haben gemerkt, nachher mit der Installation, wir haben Bohren gemacht. Genau. Und dann wir haben so war das. Genau und tief, zum Beispiel dort sieht man ein Loch. Genau. Hier hat er, wie tief hast du gebohrt? Ja, 20 cm. 20 cm tief. Genau. Würden Sie Ihren Bekannten den Einsatz der Murtronic-Technologie empfehlen?
Auf jeden Fall. Also bei der zweiten Messung haben wir ja schon gemerkt, dass die Feuchtigkeit in den Muren schon deutlich runter ist. Und ich hoffe, es bleibt so. Und wenn das so bleibt, dann werden wir auch den Keller anfangen sanieren und streichen. Und dann kann ich das auf jeden Fall sehr gerne weiterempfehlen. Ja. Und Sie haben gesagt, Sie hatten auch einen Geruch vorher, oder? Ja. Und jetzt? Besser geworden? Es ist zeitweise besser geworden. Manchmal hat es einfach noch ein bisschen schmecken, aber wir haben ja immer noch ein bisschen Feuchtigkeit im Mund, aber das sollte ja, immer noch weiter runtergehen. Und wir haben abgemacht, dass, weil normalerweise wir machen immer eine Kontrolle nach 8 Monaten. Ich möchte gerne wieder noch bei Sie. Ja. Ich möchte gerne noch mal einmal kommen für eine andere Kontrolle im Winter, weil jetzt Kontrolle habe ich im September gemacht und das ist gut, wenn ich komme noch zum Beispiel im Dezember oder im Januar. Genau. Dann wir haben noch mehr Informationen, oder? Und wir möchten schauen, dass die Richtung ist immer die richtige und mit schlimmem Wetter, weil dieses Jahr hat es nicht so viel geregnet und ein Kontroll mehr, das ist gut für unsere Sicherheit. Ja. Gut, vielen Dank, Herr Glutz, für Ihre Verfügbarkeit und Ihre Zeit. Dankeschön. Gerne geschehen. Okay, danke.